die bei 280 liegen. Das heißt, wir haben fast auf keiner Rüstung, also auf kein Rüstungsteil, scheinen uns überall ich vergesse, was ich sagen wollte. Verflucht. Jetzt haben wir einen Diamantring. Scheint uns, ja, ich habe wirklich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, uns fehlt die Erde in den Rüstungsteilen. Hier haben wir einen Erdwiderstand drin. Hier haben wir keinen Erdwiderstand drin. Hier haben wir einen Erdwiderstand drin und das haben wir gar nichts. Wir haben noch einen Level 1 Helm. Vielleicht finden wir auch. Ach, wir müssen die eine Quest mal erfüllen. Dann habe ich auch wahrscheinlich einen neuen Hut. Aber dafür müssten wir erstmal wieder aus Talos raus. Und das scheint sich noch etwas zu ziehen. Aua. So. Wenn es Wasser, es sind ein Wassermonster. Wasser ist schwach gegen Erde. Aber ich wollte, Erde ist schwach gegen Holz, okay. Ich wollte nur mal gucken, wo ich dann sehr anfällig bin. Ah, fuck. Da kommt gerade ein Schneeschieber gerade mit. Deswegen fliegen wir einfach mal kurz in die Lüfte. Warten, bis der kleine Kerlchen sich beruhigt hat. So. Jetzt lauf schön weit weg, dass ich meine Items einsammeln kann. Dankeschön. Mystische Klaue. Können wir jetzt neuerdings ja auch verkaufen quasi. Hoffe, ich bin echt gespannt, was ich noch für die Drachenquest brauche. Wahrscheinlich Sachen, die ich schon verkauft. Ist eigentlich dumm, dass ich die Drachenquest-Items verkaufe, weil ich die eher weiß, dass ich noch die noch für die Drachenquest benötige. Deswegen sollte ich sie noch. Ich werde sie jetzt erstmal noch im Inventar behalten. Das Geld muss dann halt auf sich warten lassen. Traurigerweise. So. Jetzt haben wir schon 11 von 15 Monstern. Das sehr nice, das bedeutet, wir sind bald fertig. Und nee, 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 nein, nein. Ich finde das irgendwie doof. Man kann den Angriff zwar abbrechen, aber man kann dann den Fokus nicht abbrechen. Dann greift ihr halt einfach mit Auto-Attacks an. Und das ist nicht so das, was ich eigentlich machen will. So. Dann gehen wir halt hier rüber und töten hier die Eisschildwache. Die steht nämlich sehr alleine hier. Ohne dass ein blödes Schneeschimei sie umzingelt. Und da haben wir wieder was für Magier gefunden, nämlich Mystikerstiefel oder so. Genauso heißen sie, Mystikerstiefel. Nur noch 3 Stück. Und toll, jetzt ist der Schneeschimmel so gut reingelaufen. Ach Leute, ich habe jetzt keine Lust zu fliegen. Wir werden ihn einfach jetzt töten. So. Ende der Diskussion. Kann ich die Eisschildwache aber auch nicht mal angreifen, weil da jetzt 2 stehen und ich habe nicht schon wieder Lust, 2 Monster gleich anzugreifen und wir brauchen immer noch 2. Ich glaube, die Eisschildwache steht auch ziemlich alleine und wie gesagt, ich erkenne die Monster hier eh nicht so gut, weil das alles zu weiß ist. Ich meine, die heben sich sehr gut ab, weil die ein dunkleres Blau angenommen haben. So. Da war es nur noch einer und ich denke, ich werde diese Schildwache, die zwischen den Bäumen sich versteckt hat, als Ziel auswählen.
Ach, ich wollte doch keinen HP-Trank nehmen. Ich habe gerade einen HP-Trank aus Versehen genommen. Ich wollte eigentlich einen Mana-Trank nehmen. Aber okay. So, dann wollen wir mal zu diesem komischen NPC wieder rüber. Und mit dem Tacheles sprechen, was er eigentlich für ein Problem mit uns hat. Können wir die Quest überhaupt abschließen? Jo, können wir. Das bedeutet, wir kriegen auch nicht wirklich einen Reward wieder. Ach. Also, ich denke mal, dass die Quest weitergeführt wird. Was wollte ich gerade noch sagen? Was es zu sagen gab? Ja. Wenn wir das fertig haben, dann haben wir nur noch ein Prüfungszeichen. Ich glaube, es ist auch das schlimmste Prüfungszeichen, was ich mir natürlich wieder zuletzt hinlegen musste. Wir haben jetzt über 1000 Knochenkeile gefunden. Das heißt, ich muss mich damit, also ich bin gerade gezwungen, mich damit auszurüsten, im Prinzip. Natürlich ganz cool ist. Weil so habe ich mir ein bisschen Geld, ja, eigentlich kein Geld gespart. Aber trotzdem. Wir belassen es einfach mal so. So, die mystische Klaue behalte ich jetzt erstmal oder pack die in meine Kiste hinein. Und dann gucken wir mal. So. Geistschatten Obsidian, was geht denn ab mit dir? Hm? Wie fühlt es sich an? Die Macht ist berauschend, oder? Ja, ich brauche mehr. Habt ihr mehr? Ich denke, ihr seid nicht bereit dafür. Eines Tages vielleicht. Was? Das könnt ihr mir nicht antun. Ich denke, dass diese Blümchen, die unter uns waren, seine Macht darstellen sollten. Ein bisschen komisch dargestellt, aber trotzdem. Raserei. Nein, jetzt ist die wichtigste Zeit. Ihr habt eine Kostprobe der Macht erhalten, aber ihr lauft Gefahr, davon konsumiert zu werden. Ihr müsst eure Grenzen kennen. Ich habe keine Grenzen. Ach so, und deswegen müssen wir jetzt Yeti-Generale töten, oder was? Hä? So, wie wir sehen, wir haben eine neue Quest erhalten. Wie gerade gesagt, Yeti-Generale hat man natürlich aus dem Kontext, aus dem Dialog zwischen dem NPC hervorragend heraushören können. Nämlich gar nicht. So, verkaufen wir die Sachen. Ich glaube, Pots brauche ich erstmal nicht neu. Keine neue. Deswegen müsste ich ein bisschen Plus gemacht haben. Ja. Ich muss mich jetzt gleich einmal buffen. Einmal kurz buffen und dann gibt es hier auch schon die Generale. So. Das sind schon Level 30er Monster, das heißt, es ist eine der höchsten, die wir hier in Tellus zunächst erstmal zu töten haben. Was aber auch darauf hindeutet, dass wir dem Tellus Tellus bald wieder verlassen können. Ja. So. Wir merken aber, was auch natürlich zentral ist, dass wir viel länger für sie schon brauchen zum Töten. Aber ich denke auch, das hält sich noch gut in Schacht. Was halt sehr stark gebraucht wird, ist Mana. Aber das ist, glaube ich, normal. Und auch diese Monster droppen wie die anderen Hauptmänner gereinigtes Öl. Haben wir hier ein schwaches Monster. Jetzt haben wir eine schwere Rüstung gefunden. Heißt etwas, was wir definitiv nicht brauchen werden. Honigsaft, gereinigtes Öl und nochmal Honigsaft. Schöner kann es gar nicht laufen, wenn so viele Materialien gedruckt werden, die man später fürs Craften eben benötigt. Das ist echt klasse. Und in diese Ecke ist eigentlich auch ziemlich ruhig, weil hier befinden sich nur die Generale und der eine Ochse. Aber den Ochsen können wir ja locker ignorieren, das stört uns nicht. Und ja.
Dadurch sind wir natürlich auch schneller machen in der Beendigung der Quest. Das ist sicherlich auch ganz schön. Ja, natürlich, also ich freue mich immer, wenn es schnell geht. So. Jetzt haben wir nämlich schon 7 von 20. Und einen kritischen Treffer. Darüber freue ich mich auch immer sehr. Wir haben jetzt insgesamt eine 7%ige Crit-Trefferrate. Das ist jetzt nicht sehr viel, aber ich glaube, wir haben bei 1 angefangen und dadurch sieht man schon, wie das tendenziell steigt. Und das, ich finde das spannend. Also ich gucke hier sowieso, wenn ich die Punkte verteile, eh nur mal auf die Crit-Trefferrate, obwohl die anderen Zahlen natürlich auch wichtig sind, aber ich bin nicht so ein Mensch, der immer auf die Zahlen guckt. So, jetzt ziehen wir einmal den Ochsen mit. Das ist mir... Oh, wir ziehen den Ochsen doch nicht mit. Gut, der Ochsen bleibt ruhig. Dann habe ich nichts gesagt. Wir haben eine sehr hohe Genauigkeit zurzeit, also finde ich 1040 Genauigkeit, Ausweichen liegt bei 942. Und ja. Bin mal echt gespannt, wie sich das noch entwickelt. So, noch mehr gereinigtes Öl für uns. Und das ist echt schlimm. Es ist sehr relativ dunkel in meinem Zimmer. Ich habe jetzt einer meiner Nachttischlampen an. Ich glaube, ich mache die andere auch an. Boah, wenn ich hier drauf gucke und dieses Weiß sehe, das brennt in den Augen richtig. So. Wir verbrauchen zwar sehr viel Mana dadurch, dass ich so viele Skills caste, aber dadurch verbrauche ich wenigstens weniger HP-Pot und kann länger überleben. So. So, hoffentlich kommt der Ochse immer noch nicht mit. Ich finde das echt verwunderlich, dass er gerade schon nicht mitgegangen ist. Aber anscheinend ist er halt auch nicht so programmiert, dass er mit in den Kampf geht, wenn ein anderes Monster, also ein anderes Artenmonster angegriffen wird. Also könnte ich mir vorstellen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist jetzt Spekulation. Pur. Nicht gut. So. Jetzt fehlen uns noch 2 Monster, das heißt, wir müssen noch einmal hin und her gehen quasi. Ja. Und dann sind wir auch schon mit dieser Quest fertig. Und haben wieder ein gereinigtes Öl gefunden, worüber ich mich ja die ganze Zeit schon sehr, sehr freue. Aber das habt ihr sicherlich schon gemerkt. Ach, wir haben einen neuen Gewürzbeutel wieder gefunden. Wir haben, der würde uns 2 Vitalität geben. Der gibt uns eine Stärke. Gucken wir einmal mal. Stärke erhöht unseren Nahkampfschaden
Und die physische Verteidigung, Vitalität würde unsere Regeneration und unsere HP erhöhen. Ach, guck mal, wir müssen jetzt zu Joyce hochgehen. Die hier oben direkt auf dem Berg ist. Das finde ich gerade verwunderlich. Aber macht sicherlich nichts. Ich weiß nicht, ich glaube, ich sollte schon ein bisschen... Also, den Vitalitätszuwachs, den es hier gibt, den nehme ich, glaube ich, gerne wahr. Dadurch erhalte ich ein bisschen mehr HP. Und die Regeneration ist auch höher. Raserei. Ihr habt die Schrecken gesehen, aber wenn ihr den Abgrund... Aber wenn ihr in den Abgrund startet, startet der Abgrund zurück. Ihr dürft nicht zu dem werden, was ihr bekämpft. Aber wie? Ich sehe nur Raserei vor mir. Ach, werde ich jetzt total bekloppt oder was? Innerer Frieden. Ihr müsst lernen, das Tier in euch zu beherrschen. Konzentriert euch mit mir darauf. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Gut. So, das ist jetzt eine 2-Minuten-Quest. Also wir müssen jetzt 2 Minuten hier warten, deswegen... Machen wir die Schutzmarke der Prüfung, aktivieren diese Quest und müssen dann mit Gonmo sprechen. Und Gonmo ist ein bisschen weiter weg. Und das ist echt die bekackteste, ja, das ist die bekackteste Quest. Wie wir sehen, ist das schon ein etwas längerer Weg. Wir müssen von hier nach hier hinten zum Eisstachelpass fliegen. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon relativ wieder in der Nähe und landen einfach mal vor Gonmo. Jetzt ist auch die Zeitquest abgeschlossen, das heißt, wir haben echt 2 Minuten knapp gebraucht, um hier hinzufliegen. Gut, dass ihr das nicht mitbekommen habt. Niemand erreicht meine Trauer. Schutzmarke der Prüfung. Wann wird meine Epiphyllium blühen? Ich brauche sie. Eine Blume. Die sehen wir hier übrigens. Nur so nebenbei. Spitze des Schwertes. Seht ihr die Blume vor mir? Sie heißt Epiphyllium. Es heißt, wer immer sie ist, wird ewig jung bleiben. Sie muss nur blühen. Ihr erwartet das Blühen einer Blume, um wieder jung zu werden? Ja, und diese Straßenräuber versuchen immer wieder, sie zu zerstören. Schützt sie, indem ihr sie alle tötet. Danke. Ja, jetzt haben wir wieder eine neue Quest. Jetzt müssen wir Straßenräuber töten. Da sehen wir hier auch einen Mystiker. Von dem lassen wir uns aber auch nicht irritieren. Sondern wir greifen einfach wie gehabt die Straßenräuber an. So, zack, das war der erste. Die sind Level 27, das heißt 4 Level unter uns, da ist das schon wieder einfacher, sie zu töten. Das merkt man auch sofort. Und ich kann gerade irgendwie nicht angreifen. Angriff derzeit nicht möglich. Ja, der hat sich jetzt so verschanzt, dass ich den nicht angreifen kann. Irgendwas ganz komisches geht gerade ab. Ach, ich habe keine Bolzen mehr drin, so. Vollkommen verwirrt. Hätte keine Bolzen mehr drin. Jetzt wird es natürlich wieder schwieriger wahrscheinlich, die Monster zu töten. Aufgrund dessen, dass wir jetzt nicht mehr plus zusätzlichen 20 Angriffsschaden haben, sondern nur noch plus 3. Und das ist, ich finde schon ein krasser Unterschied, ob es 20 plus 20 ist oder plus 3. Aber okay, das macht immer noch gut Schaden, würde ich behaupten. Sieht zumindest so aus. Jetzt habe ich außerdem F3 gedrückt und laufe jetzt voll in das Monster rein, aber wir heben jetzt einfach die Sachen auf und fliegen weg. So. Wir haben natürlich wieder wie gehabt, dass der Schneeteufelchen weggeht. Dupdi-dupdi-dup. So. War hier nicht gerade ein Straßenräuber, den ich ange... Hier war doch ein Straßendach, da oben ist er. So, nächster Straßenräuber, ein Opferangriff. Und der kippt bei einem Crit von 2-3 schon längst direkt um. Wenn das nur die ganze Zeit so gehen würde.
Und der Straßenräuber spawnt auch gleich direkt wieder. Und wir nehmen einmal Lebensprobe zu uns, weil ich glaube, dass ich diese erhöhte Regeneration gleich noch benötigen werde. Und da der Buff sowieso 10 Minuten hält und wir weniger als 10 Minuten brauchen, um die Monster hier zu töten, wird das schon alles funktionieren, wie ich mir das gerade vorstelle. Wir haben einfach über 1000 Bolzen gesammelt. Ich bin da total baff drüber, weil das ist schon wirklich eine hohe Zahl, 1000 Bolzen gesammelt zu haben. Aber nun gut. So, dann wollen wir wieder was ein bisschen für unser Mana tun. Eisenerzschuss sind wieder für die...